Herzklopfen kostenlos 2023, die Jubiläumsshow. Wir haben heute 65 Jahre Herzklopfen kostenlos gefeiert und das mit einer ganz besonderen Gala, nämlich mit den Besten der Besten. Es waren nur Sieger, die bei Herzklopfen kostenlos erste, zweite, dritte Plätze hatten oder Publikumslieblinge waren. Und es wurde ein Sieger gekürt, hier auf dem Pößnecker Marktplatz von, ich weiß nicht, 600, 700 Stimmen. Es waren so viele Karten und es gab nur einen Gewinner und die stehen jetzt hier rund um mich rum. Made in Crazy ist der Sieger 2023. Also das könnt ihr gut mit dem Jubel, ne? Sehr schön, sagt mal. Also ein wunderschöner Pokal, der Publikumspreis 2023. Wie fühlt ihr euch? Mega. Mega. Also es ist einfach krankes Gefühl auch wieder. Aber es ist doch total schön. Ihr seid ja aus Pößneck. Ihr trainiert hier, ihr seid das Aushängeschild, so ein bisschen eures Vereins. Das ist natürlich auch toll, wenn man dann auch in der eigenen Heimat so unterstützt wird, oder? Das ist sehr krass, ja. Vor allem gerade, wenn man merkt, wie viele Leute auch nur wegen uns hier sind und für uns gestimmt haben auch gerade. Das ist schon, geht auch einem schon nah. Das stimmt. Ihr seid ja auch viele, ne? Da kamen Oma, Opa, Onkel, Tante wahrscheinlich, alle haben ihr Kreuzchen gemacht. Aber das ist okay. Heute gab es ja, wie gesagt, nicht wirklich Verlierer, aber ihr habt das sensationell gemacht. Jetzt gab es 500 €. Was wird damit gemacht? Für die Gruppe genommen. Falls wir mal was Neues brauchen, Outfits oder falls wir zu Wettkämpfen fahren. Oder es gibt eine Party. Oder so. Wäre auch mal was. Auf jeden Fall, ja. Wird heute noch gefeiert? Ich denke. Da geht der Blick zur Trainerin, ja. Warum ist die eigentlich nicht hier? Die holen wir doch, die holen wir jetzt hier, oder? Ja. Denn eigentlich gehört der Sieg, einfach mal zu mir kommen, wir machen das jetzt so. Eigentlich gehört der Sieg ja auch ein ganz großes Stück weit, ja, wirklich, der Trainerin. Was ist das für ein Gefühl? Ich sag mal so, immer wieder unglaublich, krieg von den Mädels auch nicht genug und freue mich riesig, dass das ja quasi Pößneck oder auch vielleicht die Jury auch erkannt hat. Und absolut. Und die haben so einen schönen Satz vorhin gesagt, das war doch sehr emotional. Sie haben sich praktisch einfach mal ganz sehr bei dir bedankt. Ja, ja, also es ist eine sehr dankbare Gruppe, eine sehr wertschätzende Gruppe. Ich fühle mich immer geliebt und ja, ich glaube, zusammen sind wir ein riesig großes Team. Das merkt man aber auch. Hier ist unglaublich viel Harmonie. Jetzt frage ich nur noch, wie oft wird denn trainiert eigentlich? Naja, einmal in der Woche. Und meistens vor Wettkämpfen, dann mal ein Wochenendtraining oder ein Zusatztraining, je nachdem, wie es läuft. Sehr schön. Und jetzt noch die große Frage, sehen wir euch vielleicht bei Herzklopfen kostenlos mal wieder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich sehe schon, Sie sind wettbewerbshungrig geworden. Das war Made in Crazy, die Publikumslieblinge des Jahres 2023 bei Herzklopfen kostenlos. Und Ihre Trainerin, vielen Dank an euch und nochmal einen riesigen Applaus. Sensationell. The light.
hung like a moan. Stroke game, they gon' put me in a cone. You got a butt, but I don't owe her. Treat him like my son, put that in a zone.